Ja, guten Morgen, Herr Götting. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Familienforums Münster hier zu unserem kleinen Interview. Sie sind FDP-Bürgermeisterkandidat für die anstehende Oberbürgermeisterwahl und ich freue mich, dass Sie gekommen sind heute Morgen an diesem wunderschönen Tag. Guten Morgen, Herr Elferich, vielen Dank. Ich freue mich auch. Es ist hier eine sehr angenehme Umgebung und ich hoffe, dass wir dann eben auch ein entsprechend angenehmes Gespräch haben werden. Davon gehe ich aus. Wir haben ja ein schönes Thema. Es geht um familienpolitische Themen in diesem Gespräch heute. Und ich möchte gleich einsteigen mit dem Bereich Kindertagespflege. Im Bereich der Kindertagespflege haben wir laut Kinderbildungsgesetz eine Gleichwertigkeit zwischen Kindertagespflege bei Tageseltern, Tagesmüttern, Tagesvätern und in den Kindertagesstätten. Sehen Sie diese Gleichberechtigung und diese Gleichwertigkeit der beiden Bereiche in Münster? Also vielleicht muss ich ein, zwei Vorbemerkungen machen, damit Sie auch das, was ich Ihnen als Antwort geben kann, entsprechend einordnen und bewerten können. Denn ich gebe zu und räume ein, dass Familienpolitik bisher nicht gerade der Schwerpunkt meiner bisherigen politischen Tätigkeit war. Deswegen habe ich mir bei der Beantwortung Ihrer Fragen, die Sie ja vorab schon mal eingereicht hatten in anderer Form, natürlich auch Rückendeckung und Hilfe geholt. Und deswegen muss ich gelegentlich auf mein Papier schauen, wahrscheinlich bei der Beantwortung, und kann vielleicht auch das eine oder andere so explizit nicht beantworten, wie Sie es möglicherweise gerne hätten, denn das geht, wenn Sie mir das nachsehen wollen, zumindest nach meinem Empfinden über die Möglichkeiten und das Wissen eines Oberbürgermeisterkandidaten, der ja noch nicht im Amt ist und noch nicht die Erfahrung hat und noch nicht die Geschicke und das Wissen seiner Verwaltung hinter sich hat, vielleicht ein bisschen zu weit. Also das geht insofern in Ordnung. Wir haben bitte ja die Antworten ich da um Geduld. Wir haben ja die Antworten der Fragen schon da und insofern ist das auch ein schönes Thema, weil in der Kindertagespflege in Münster wir auch eigentlich auf einem relativ hohen Niveau sind. Ja, das Erfreuliche ist ja festzuhalten, dass wir insgesamt gesehen, glaube ich zumindest sagen zu können, in diesen Bereichen, also Kindertagespflege, Kinderbetreuung, auch Schulbetreuung, Ganztagsbetreuung, insoweit in Münster insgesamt auf einem guten Weg sind und auf einem guten Niveau sind. Es gibt sicherlich noch Defizite. Es gibt in der U3-Betreuung noch Defizite, die nachgeholt werden müssen. In der Ü3-Betreuung sind wir da, glaube ich, schon bei 100% oder mehr. Aber über diese Dinge wird man sicherlich dann im Einzelnen noch reden müssen und wo Nachholbedarf ist, selbstverständlich, und wo ein Rechtsanspruch besteht, selbstverständlich, muss da die Stadt nachbessern. Danke zu dieser Einschätzung. Die Kindertagespflege oder im Kindergartenbereich haben wir jetzt ganz aktuell vor uns stehen, möglicherweise wieder ab Mitte Oktober Streiks im Bereich der bei der Stadt bediensteten Erzieherinnen und Erzieher. Wie stehen Sie grundsätzlich zu den Forderungen der Streikenden? Also grundsätzlich kann ich das Anliegen verstehen, dass die Betreuerinnen und Betreuer durch eine angemessene Bezahlung auch eine entsprechend angemessene Bewertung im gesellschaftlichen Ansehen dessen fordern und wünschen, was sie da tun. Denn das ist wirklich eine schwierige und eine verantwortungsvolle Aufgabe und bedarf gut ausgebildeter Personen, die sich dieser Aufgabe mit entsprechender Qualifikation und mit entsprechender Hingabe widmen. Auf der anderen Seite bitte ich auch um Verständnis dafür, dass die Stadt natürlich leider mit ihren finanziellen Mitteln begrenzt ist und insofern jetzt nicht utopische Gehälter bezahlen kann. Also es ist selbstverständlich, die Stadt wird das bezahlen, was der Tarifvertrag verlangt. Aber der Streik ist sicherlich für die betroffenen Eltern eine Belastung. Aber wir können auch als Stadt, als Kommune nicht deutlich über das hinausgehen, was im Moment der Tarifvertrag fordert.
Ist dann damit auch ausgeschlossen, dass man im Prinzip sich als Stadt auch für die Erzieher einsetzt und einsetzen kann und entsprechend die Forderungen mit unterstützt, wenn sie sagen, man verlässt sich darauf oder man schließt nachher da an, was bei diesen Tarifverhandlungen rauskommt, und das wird man dann selbstverständlich umsetzen. Da ist eigene Initiative erstmal nicht gefragt, sondern man wartet ab, was kommt dabei raus. Bestehen da keine Möglichkeiten seitens der Stadt, da entsprechend mit versuchen, Einfluss zu nehmen? Ja, die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt. Also auf der einen Seite gibt es sicherlich eine, ich würde mal sagen, moralische oder auch humane Verpflichtung, sich für die Erzieherinnen und Erzieher einzusetzen. Auf der anderen Seite ist aber eben das Finanzvolumen der Stadt leider Gottes begrenzt, und wir können insofern nicht, wie eben schon mal angesprochen, jetzt deutlich höhere Gehälter zahlen, als das bisher der Fall war. Es hat ja in der Verhandlungskommission oder in der Schlichtungskommission einen Kompromiss gegeben. Der ist von den Betroffenen abgelehnt worden. Ob jetzt in einem neuen Verfahren wesentlich mehr dabei herauskommt, wage ich und kann ich nicht beurteilen. Insofern sind da der Stadt einfach wirklich aufgrund der Finanzknappheit die Hände gebunden. Sollte es zu weiteren Streikmaßnahmen kommen, wovon man im Moment ausgehen kann, ab Mitte Oktober steht die Stadt wieder vor dem Problem, dass natürlich Kinder irgendwie untergebracht werden müssen. Es hat ein Notfallprogramm gegeben in der Vergangenheit. Das ist aus Sicht der Eltern nicht besonders zufriedenstellend gewesen, insbesondere im Bereich der unter Dreijährigen, die insofern keine Betreuungsplätze da angeboten bekommen konnten. Wie sieht ein Notfallprogramm der Stadt aus, oder wie kann ein Notfallprogramm der Stadt aussehen, um diesem entgegenzuwirken? Ja, das Problem ist ja dann, wo sollen wir die Personen hernehmen, die dann die Kinderbetreuung anstelle der Streikenden übernehmen? Das lässt sich ja nur über ehrenamtliche Wege organisieren, und inwieweit da die Stadt Chancen und Möglichkeiten hat, auf ehrenamtliche Kräfte zurückzugreifen, weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es auch unter den Betreuerinnen und Betreuern einige, die sich aus welchem Grund auch immer dann dem Streik nicht anschließen und ihre Arbeit trotz der streikenden Kolleginnen und Kollegen fortsetzen. Das wäre natürlich sehr anerkennenswert. Da müsste die Stadt denen sicherlich in irgendeiner Art und Weise unter die Arme greifen. Das Problem insgesamt wird sich durch die Stadt als öffentliche Hand sicherlich nicht lösen lassen, ohne ein dann tatsächlich übergreifendes ehrenamtliches Engagement. Das ist für alle Betroffenen sehr schwierig, aber da sehe ich wirklich keine Patentlösung. Gut, bleiben wir bei dem Thema der Betreuung. Wir waren jetzt im Bereich der Kindergartenkinder bis zum Alter von 6 Jahren. In der Schule haben wir die Ganztagsbetreuung, offene Ganztagsschulen, gebundene Ganztagsschulen. Aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt wieder Grundschüler wären, wie würden Sie sich eine solche Ganztagsbetreuung vorstellen nach dem Unterricht? Was hätten Sie dann gerne an Betreuung, oder wie würde Ihr Tag als Schüler aussehen? Oh, da muss ich ein bisschen weit zurückdenken, denn meine Grundschulzeit, übrigens hieß das damals noch Volksschule, ist schon eine ganze Weile her. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre, sagen wir mal, in der 3. oder 4. Grundschulklasse und würde mich auf eine Ganztagsbetreuung einrichten, dann hätte ich gerne nach dem Unterricht eine angemessene Verpflegung. Ich hätte vielleicht auch gerne eine kurze Pause und dann im Nachhinein oder anschließend daran eine Betreuung, entweder wiederum durch die Lehrer oder durch entsprechendes anderes Personal, die den Schülern, also mir, dann auch helfen würden, möglicherweise schon Schulaufgaben zu machen oder eine sportliche oder musische Betätigung ausüben zu können, um damit die Zeit dann auch sinnvoll zu nutzen.
In einigen Ganztagsschulen haben wir in Münster das Problem, dass Räume nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Die Stadt hat in der letzten Zeit über veränderte Raumstandards beschlossen. Und im Ergebnis könnte dies bedeuten, dass in manchen Schulen weit über 20, 25 Kinder in einem einzigen Raum sind und dort von Betreuern betreut werden. Wie passt das so zu Ihrer Vorstellung, die ich jetzt nochmal aufgreifen möchte, dass Sie angemessen betreut werden wollen in einer entsprechenden Umgebung? Was muss da die Stadt machen? Was kann da noch passieren, um eben diesem entgegenzuwirken, dass wir tatsächlich so viele Kinder auf einem Haufen sich befinden müssen? Ja, da weisen Sie zu Recht auf diesen offenkundigen oder auch zum scheinbaren oder offenkundigen Widerspruch hin. Also es hat durchaus hohe Priorität, auch für mich, dass wir Mittel dafür einsetzen, um die Schulgebäude, um die Schulen entsprechend auszustatten, gegebenenfalls umzubauen, anzubauen, damit wir für diese Zwecke auch die dementsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können. Ähnliches gilt für Verpflegung. In manchen Schulen ist es tatsächlich so, dass die Schüler in verschiedenen Schichten essen müssen, weil einfach die Räumlichkeiten nicht entsprechend da sind, weil auch die entsprechenden Bestecke und Geschirre nicht da sind. Auch da muss angesetzt werden. Sehen Sie das tatsächlich als Priorität für eine Aufgabe an, so Sie denn bei der Wahl als Oberbürgermeister hervorgehen sollten und würden dort ansetzen? Ja, selbstverständlich. Es ist ja ein Widerspruch in sich, wenn wir auf der einen Seite Ganztagsbetreuung und Übermittagsbetreuung propagieren und auf der anderen Seite es daran scheitern sollte, dass wir nicht genügend Teller oder Bestecke zur Verfügung haben, um die Kinder damit entsprechend auszustatten, dass sie auch, ja, ich habe jetzt fast gesagt, manierlich essen können. Also das ist eine Selbstverständlichkeit und da muss man dann, wenn es da Nachholbedarf gibt, diesen auf jeden Fall auch nachholen und für eine angemessene Ausstattung auch in dieser Hinsicht sorgen und natürlich auch, das sei dann auch gleich noch dazu gesagt, für ein vernünftiges, angemessenes und den heutigen Erkenntnissen und Ansprüchen auch gerecht werdendes Essen zu sorgen. Diese Situation wird ja noch verschärft durch immer mehr Flüchtlinge, die zu uns kommen, die von der Stadt Münster aufgenommen werden. Parteiübergreifend sind sich die Vertreter der Parteien auch einig, dass Münster insofern sehr gut aufgestellt ist, trotz der immer größer werdenden Zahlen an Flüchtlingen, die versorgt werden müssen. Gleichzeitig besteht aber auch die Sorge, dass möglicherweise durch die Unterstützung und Betreuung der Flüchtlinge in anderen sozialen Bereichen Einschnitte vorgenommen werden müssen. Wie sehen Sie das? Also Sie haben völlig recht. Die zunehmende Zahl der Flüchtlinge ist sicher ein Problem. Insbesondere auch ein Problem, weil wir nicht verlässlich planen können, weil wir ja heute nicht wissen, wir wissen zwar heute, wie viele Flüchtlinge wir heute haben, aber wir wissen nicht, wie viele wir morgen und übermorgen haben. Aber es sind zwei Paar Schuhe und das wird auch finanziell keine Auswirkungen haben auf die Finanzmittel, die wir in anderen sozialen und schulischen Bereichen benötigen. Denn die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge ist auf der einen Seite eine, ja, als Jurist hätte ich fast gesagt, ein übergesetzlicher Notstand. Das ist eine Geschichte, die also mit den normalen Finanzierungsmöglichkeiten, die wir im Haushalt festgesetzt haben für Kinderbetreuung, Schul-, Ganztagsbetreuung etc., die werden davon nicht tangiert. Da dürfen Sie ganz beruhigt sein. Gibt es seitens der Stadt Bemühungen, Freiwillige an die Arbeit mit Flüchtlingen heranzubringen? Ja. Es gibt ja schon ein ausgesprochen großes und auch sehr erfolgreich agierendes Netzwerk an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Und die Stadt
wird sicherlich, und das wäre auch meine feste Überzeugung, alles daran tun und gut beraten sein, um nicht zu sagen bestens beraten sein, dieses Netzwerk und dieses Engagement und diese Aktivitäten der ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen, nach Kräften, mit allen Möglichkeiten, die sie kann und hat, um das nicht zu gefährden. Denn wenn das zusammenbrechen sollte, dann würde die Versorgung der Flüchtlinge zu einem noch größeren Problem, als es ohnehin schon ist. Von der Wohnsituation der Flüchtlinge zu der allgemeinen Wohnsituation in Münster, können Sie mir 5 Aspekte nennen, die für Sie familienfreundliches Wohnen ausmachen würden? Also, ich versuche es mal, ob ich 5 Aspekte zusammenbekomme. Familienfreundliches Wohnen heißt für mich in erster Linie, dass tatsächlich auch Familien zusammen wohnen können, in einer Wohnung, in einem Haus. Die vor Jahrzehnten noch übliche Großfamilie gibt es ja leider Gottes heute in dieser Form nicht mehr oder nur noch als vergleichsweise seltene Ausnahme. Da müsste man vielleicht auch noch mal über neue Wohnformen nachdenken, um dem wieder ein bisschen auf die Beine zu helfen. Familienfreundliches Wohnen heißt also erstens angemessen große Wohnmöglichkeiten, egal ob in einer Mietwohnung, in einem Einfamilienhaus, in einem Mehrfamilienhaus, wie auch immer. Familienfreundliches Wohnen heißt auch, dass die Wohnung bezahlbar bleiben muss, egal auch wiederum, ob Mietwohnung oder Eigentum. Das wiederum setzt voraus, dass wir entsprechende Grundstücke auch bekommen können, seitens der Stadt oder seitens der Stadt zur Verfügung stellen können, dass da so kostengünstig gebaut wird, dass das eben hinterher noch bezahlbar bleibt. Familienfreundliches Wohnen heißt auch vielleicht ein entsprechender Garten oder eine Umgebung, wo Kinder sich wohlfühlen und auch ohne großes Risiko auch mal auf der Straße rumlaufen können. Und familienfreundliches Wohnen heißt für mich auch eine entsprechend familienfreundliche Nachbarschaft. Ich weiß nicht, waren das jetzt 5? Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe 4 gezählt. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, um den Kandidaten vielleicht noch ein paar Stichworte zu nennen. Ich habe hier noch Bildungsangebot, Freizeitangebote, das hatten Sie im weitesten angesprochen, dass die Kinder draußen spielen können. Zu den Bildungsangeboten oder über die Bildungsangebote komme ich zu dem Thema Inklusion. Wir haben einige inklusive Schulen in Münster, in denen die Inklusion betrieben wird. Ich frage mal ganz pauschal, Ihrer Meinung nach, muss Inklusion um jeden Preis durchgeführt werden und durchgezogen werden in den entsprechenden Institutionen, Kita oder Schule? Oder gibt es Ihrer Meinung nach auch dort nötige Einschnitte oder Einschränkungen, die man machen müsste? Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob Inklusion um jeden Preis überall durchgeführt werden sollte. Wir und ich halten sehr viel und sprechen uns auch weiterhin deutlich dafür aus, dass die Förderschulen beibehalten werden und ausgebaut werden und dass es dann Inklusion möglicherweise in einigen Schulen, jeder Schulform natürlich, aber dann nicht in allen Schulen, sondern in einigen Schulen eingerichtet werden könnte, die dafür dann auch die entsprechenden Mittel, sprich das entsprechende Personal zur Verfügung bekommen, die dann auch die entsprechenden Räumlichkeiten dafür wiederum haben müssten. Also ich finde, Inklusion ist ein wichtiger Baustein, um auch Kindern eine Bildungsmöglichkeit zu geben, die diese vielleicht von Natur aus nicht so haben. Aber das sollte man schon ein bisschen konzentrieren auf dafür entsprechend vorbereitete und ausgestattete Schulstandorte. Gut, damit sind wir am Ende unseres Fragenkataloges. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück für Ihren Wahlkampf und für die Wahl alles Gute.
hoffe, dass wir, sollten Sie dann Oberbürgermeister der Stadt Münster werden, dass Sie dann in familienpolitischen Themen sicherer werden, fester werden und dass wir uns in diesem Zusammenhang dann gerne noch einmal wiedersehen können und ein weiteres Gespräch führen mit dem Familienforum der Stadt Münster. Vielen Dank, Herr Götting. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und sollte ich Oberbürgermeister werden und dann sein, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass ich mich auch in diese Thematik einarbeite, denn das gehört dann insgesamt zu dem Aufgabenfeld eines Oberbürgermeisters, in denen er einfach fit sein muss und Bescheid sein muss, auch im Detail. Danke Ihnen. Danke auch. Tschüss.